So. Stellen wir alle hier wieder parat hin. Oh, minus 4. Getränke geht hier gar nicht mehr, oder was? Wieso produziert ihr nicht mehr? Komisch. Ach, Strommangel. Sag halt das gleich. Und ich habe hier nirgends mehr Ding oder was? Kohle. Ach, ich bin so doof. Ich bin so doof. Tycoons. Hier, Kohle. Kohle fürs Kohlekraftwerk wäre schon nicht verkehrt. Ah, wo ist es denn? Ja. Ja, das springt gleich wieder an. Ein kleines Plus haben wir ja schon wieder. So. Den geht super. Den geht super. Den geht super. So. So, und hier hin. So, dann ist hier schon mal... Was wollen Sie? Ja, dich zerstören. Also mittlerweile ist er hübsch am Ende. Es wird besser. Es läuft definitiv besser als das letzte Mal. So. Ja, dich kann ich nicht zerstören. Scheiß drauf. Ah, jetzt fängt er auch keine Aktionen mehr an, so wie es aussieht. Doch, eine. Kommt denn da? Sie sind berechenbar. Sie versuchen mich zu deaktivieren. Aber Ihr Vorhaben wird scheitern. So, ist er eh schon versenkt? Ja. Eigentlich müsste ich nur warten, bis er seine restlichen Einheiten gegen mich klatscht. Denn dann wird er irgendwann früher oder später zugrunde gehen. Flieger hat er nicht mehr so viel. Hat er jetzt auch nicht mehr den Sprit für. Ich bin Vater. Ich kontrolliere alles. Sie werden vernichtet. Handel mit Faser im Krieg nicht möglich. Ist schon klar. Er produziert da Öl hinten. Ja, das hilft mir sehr, dass ich sehe, dass er so hübsch am Ende ist. Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme. Und Sachen, die angekratzt sind, das ist immer gut. Weil dann weiß ich, ja, die sind zerstörbar. Definitiv zerstörbar. Und deswegen wird das auch was. So, Strom kommt auch wieder in die Pötte. Durch das produzieren wir hier wieder. Meine Leute sind ein bisschen missmutig. Oh, die haben sogar schon rückgebaut. Nicht so toll. So. So, du bist das leere Schiff. Du fährst hier rüber und holst Fisch für die hier. Ja, die sind jetzt nicht so... Ey, geht eigentlich. Sind die glücklich mit ihrer Nahrung? Ja. Perfekt. So muss es laufen. So gefällt mir die ganze Sache schon. Eher. So.
ganze Flotte ist eigentlich wieder startbereit. Deswegen versuche ich es jetzt mal. Ihr stellt euch ungefähr hier hin. Dann wird das eine schnelle Aktion hier. Oh, er versteckt sich im Nebel. Das gefällt mir gerade nicht. Aber die 1 geht hier. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. So, jetzt versenkt man oder machen wir ein paar Sachen kaputt. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Mach den hier platt. Nein! So, wo ist meine 1? So. Warnung! Fahrzeug unter Beschuss! Hat ja auch ein Schutzschild. Jetzt kommt er aus allen Löchern. Fahrzeug im Kampf zerstört. Fahrzeug im Kampf zerstört. Ja, ich hasse die EMP so fell. Fahrzeug unter Beschuss. So viel hasse ich die EMP. Fahrzeug im Kampf zerstört. Ja, die Flotte kann ich jetzt vergessen. Ah, oh, das kotzt mich an. Die EMP. Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Ja, ich weiß. Komm, zerleg sie. Komm. Mal hätte ich jetzt umdrehen sollen. Wir sagen sollen Scheiß drauf. Fahrzeug im Kampf zerstört. Fahrzeug im Kampf zerstört. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Ja, ich weiß. Komm, zerleg die Flotte. Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet. Ja, ich hätte wirklich noch ein bisschen abwarten müssen. Lieber umdrehen. Wo die U-Boote herkommen, weiß ich vernichtet. Definitiv nicht. Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet. Kommandoschiff startklar. Bitte gehen Sie an Bord. So, Kommandoschiff. Zumindest das kriege ich immer gleich. Das zu umsonst. Ihren Diensten. Aber mit der Kohle hapert es halt momentan ein bisschen. So, Munitionsproduktion wird eingestellt. Dass hier ein paar Stahlträgerchen entstehen können. So. Die Leute sind zumindest fertiggestellt. Sind zumindest glücklich. So, aber die Erforschung von der neuen Ding wird mir auch natürlich einiges kosten.
Jo. Der neuen EMP. Oh, die Forschung kostet nur 1000. Das geht ja zumindest. Und wieso sind die hier gelb? Ach so, weil man sie nicht sieht. Komisch. So. So, was mache ich denn jetzt? Blöd aus der Wäsche gucken, ne? Ja, jetzt kommt ja gleich wieder das nächste U-Boot um die Ecke. Ist schon klar. Ihr Plan ist fehlerhaft. Sie können mich nicht stoppen. Aha, jetzt will er mal... Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Jetzt macht er mal mit den Schilddingern alles kaputt, oder wie? Nee, doch nicht. Aber er fährt auf Patrouille. Also Flugzeuge sind jetzt alle hübsch im Arsch. Da sind nicht mehr viele übrig. Eins nur noch. Drei, weil da zwei übereinander liegen. Schiffe sind es auch nur noch ein paar. Okay, ich sogar ohne Schild. Ich kontrolliere alles. Sie werden vernichtet. So, mein Kommandoschiff bitte. Ich dachte, ich habe ein Kommandoschiff. Egal. So, ich wollte da her. Mal gucken, was ihr so habt. Ein bisschen Stahl. Ein bisschen Holz hätten wir. Ein paar Bauzellen. Ein paar Stahlträger. So, eine U-Boot-Einheit schon wieder. Gut, dass ich die auch schon wieder sehe. Der ist wieder mit Schild. Dieser Assi. Sie sind berechenbar. Sie versuchen mich zu deaktivieren. Aber ihr Vorhaben wird scheitern. Irgendwelche sind doch mit Schild. Es kann es ja beinahe nicht mehr geben. Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme. Ich kann das nicht dulden. So. Jetzt produziere ich eine Viper. Und... Oder zwei. Wir müssen Präsenz zeigen, wenn wir unsere Widersacher in Schach halten wollen. Ja, dann wäre Unterstützung cool. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Ich bin der einzige Depp, der mich hier rummacht und so. Kommt man sich so richtig schön verarscht vor. Ich brauche Stahlrohre. Den kann ich ja nicht produzieren. So. Jetzt baue ich dann eine kleine Flotte auf. So, du gehst noch in Pause. Wer kann hier noch in Pause? Du, glaube ich. Und du. Dann sind wir hier schon mal.